Die schweren Sachen sind da unten, dort kann ich die raustransportieren. Ne? Die sind nämlich sehr schwere Sachen. Und das ist hier so mein alles, meine Küche, mein Lagerraum, meine Kammer, alles. Alles. Ja, und das sammle ich, und daraus mache ich heutzutage immer meine Arbeiten. Meine Objekte entstehen aus Abfall praktisch. Ne? Das war ja früher anders. Früher war das Gips und jetzt ist es, oder da früher noch Kunststoff, das ist Kunststoff. Da war ich noch Studentin in Düsseldorf. Hier, das ist, das war eine meine über 10 Jahre Arbeiten wurden da gezeigt. Dafür ein halbes Jahr habe ich dafür gearbeitet. Mit meinem ersten Katalog auch. Ja, oder hier die Ausstellung in Ungarn. Ich komme aus Ungarn. Ne? Hier, 91. Warum haben Sie damals Ungarn verlassen? Tja, ja, ich wollte was werden. Ist ja in Ungarn nicht so einfach, was zu werden. Da ist noch eine Ausstellung mit der Klasse Akademie. Mit meiner Klasse aus der Akademie, auch in Rheinhausen. Das war, sieht man gar nicht, da, 76 war das. Ja, davon sind ja einige schon ganz bekannt. Der Bogumil Ecker sagt vielleicht was, ne? Ne, sagt nichts. Ja, und dann hier gucke ich mein Fernsehen, hier schlafe ich, hier dusche ich. Tja. Stehen weitere Arbeiten. So. Da steht, das ist die, sagt das was? Das ist heute gekommen, die Ausstellung. Immer gearbeitet und investiert. Also, und das sind die Arbeiten. Ich beginne das. Ich mache mich immer selbst. Ich mache mich immer selbst. Ne? Also das nenne ich Relaxen 2009. Das ist einfach ein Sieb, ein Glas und so eine Platte. Und das nenne ich Mutter und Kind. Habe ich natürlich auch gekauft. Ne? Auch so 1 Euro oder 3 Euro Stück. Dann die Filmbücher. Sowas mache ich. Also die Duisburger Künstler meinen, ich bin sehr jung in meinen Arbeiten, wenn ich auch alt bin. Wie alt bist du jetzt? Oder ist das? 65,5, noch keine 66. Also praktisch Rentnerin. Aber in der Kunst kann man ja keine Rentnerin sein. Ja, darum bewerbe ich mich ja immer, dass ich mich rausschmeiße. Marianne Angs. Und so schaut er normal ein Atelier aus, ne? Eine Malerin. Wo in Duisburg treffen Sie andere Künstler? Ja, wo? Ja, bei Ausstellungseröffnungen, Goldstraße. Und dann, jetzt war ja immer Dienstag, haben sich im Lehmbruck-Museum immer die Künstler getroffen. Das habe ich rein zufällig erfahren. Nachmittag, ne? Da bin ich manchmal hingegangen, wenn ich irgendeinen Kontakt suche. Tja, also Künstler sein ist eigentlich eine sehr einsame Geschichte. Ne? Ich denke schon, dass das überall so ist. Ne? Man kann auch keinen Rat verlangen, ob man jetzt gut arbeitet oder schlecht arbeitet. Das muss jeder selbst damit fertig werden. Und ja. Da sind ja so alte Aufnahmen von der Blitterlauer. Da bin ich. So hat das Atelier früher von mir aus gesehen.
Da habe ich ja nur alles voll Gips, ne? Das bin ich auch. Ich kann es jetzt nur ohne Brille nicht mehr so sehen, ne? Also ich zeige das nicht so gerne, wie ich da lebe. Also das ist jetzt wirklich eine Ausnahme. Hier ist noch Kaffee, sehe ich. Ich bin seit 1977 in Duisburg. Also ich war ja wahnsinnig froh. Ich war ja vorher in Düsseldorf an der Akademie und dort, das Ende wurde mit einem Paris-Stipendium beendet, die Akademie. Und da hatte ich ja schon meine Probleme mit dem Atelier und Lagerraum und es war sehr hart. Und da hatte ich ja das Glück, dass ich gleich hier nach Duisburg kam und dann der damalige Kulturdezernent Dr. Schilling hat mir nachher eben Rheinhausen, nach dem Dreigiebelhaus-Stipendium, nach Rheinhausen durfte ich gehen und nachher hierher. Das war ja natürlich für mich damals ideal. Ne? Da hatten Sie... Und da war ich sehr dankbar, da stand Duisburg. Ne? Was mir gefiel damals, dass so eine Arbeit Arbeiterstadt ist, das gefiel mir. Und ja, und die Möglichkeit zu arbeiten. Ne? Hat Duisburg für dich schöne Orte, schöne Plätze? Weiß ich nicht. Also mir gefallen so diese von der Nickerson-Wahl, die gefällt. Gefällt dir nicht? Aber das ist die Zeit. Also die und das Kultur, meine Auffassung von Kultur ist ja was anderes. Ne? Ist die Zeit. Ich finde meine Arbeiten die besten. Man darf ich niemandem sagen. Also wie gesagt, die Zeittafel ist eigentlich eine sehr schöne Arbeit. Ich weiß nicht, ob sie jetzt so das ganze Grüne, ich habe es gemeldet, frei machen. Das ist Biegerpark, Biegerhof, Duisburg Süd. Und da sind zwei Schulprojekte. Einmal das Landfermann-Gymnasium und dann in Marxloh ist eine. Aber das wurde jetzt auch abgebaut, aber sie wollen das irgendwann wieder aufstellen. Und das Mahnmal. Und das Mahnmal, das ist das Letzte. Das Mahnmal, ja. Aber ich bin ja die letzten 10 Jahre ja nicht mehr so in Erscheinung getreten. Auch ganz bewusst nicht. Ne? Sollen ja die anderen machen, darum ging es ja. Sie haben so wenig Platz und zahlen so viel und ich habe so viel Platz und zahle so wenig. Weil dann habe ich erst den Lagerraum freigemacht ihnen. Ne? Da muss ich noch immer so viel zahlen. Und ich war noch nie so ein richtig wohnender Mensch. Ja? Und dann habe ich auch die Wohnung ihnen freigemacht und habe nur noch diesen Bereich mir behalten. Hm. Und so hätten sie es nicht gedacht, haben sie erzählt. Es ging unter Sparmaßnahmen, lief das. Und wenn ich mir aussuchen hätte können, wo ich leben soll, hätte ich bestimmt nicht Duisburg ausgesucht. Aber ich wurde hergeholt durch die Stipendien, durch das Stipendium und da sie mir immer die Räumlichkeit gegeben haben, bin ich hier hängen geblieben, natürlich. Ne? Und jetzt schaffe ich es nicht mehr, den Abgang. Ne? Von Budapest schön und Wien und Paris und ja. Ist was anderes, ne?